Schau, es da ein bisschen weh. Dann muss ich gerade davon schauen. Auf deinem letzten Video hast du nicht so angestrengt ausgeschaut. Ah, da ist aus. Hallo und Grüße aus Oberhöflein. Ich bin Flatterbein. Neben mir sitzt Azrael, der sich immer noch ein Sprüchel ausgedacht hat. Ja, und wir machen heute was, was ich schon einmal gemacht habe, als du auf den Gebirgsverein steigst. Nur diesmal mit besseren Kameras und zu zweit und überhaupt mit einer gescheiteren Videoqualität und Soundqualität. Action und Explosionen. Wir machen uns einfach auf den Weg und nehmen euch mit, weil sonst kommt nämlich der nächste Wappler mit dem Auto. Schau, da, Bewegungsarena, fünf Freunde im Schneeberg. Das habe ich eben gefragt, wo sind die restlichen? Nicht, wir sollten uns mindestens drei Freunde haben. Wir sollten uns langsam mal bewegen, weil sonst hilft das nicht. Probierst du so aus, überspringen der Steig, gesicherter Klettersteig, in 1,5 Stunden. Ja, warum mache ich jetzt ein Video von einer Tour, die ich schon mal genauso gezeigt habe? Das ist ganz einfach. Erstens bin ich mit dem Video selber nicht sonderlich glücklich, aber wenn es ganz gut performt. Ja, und zweitens ist Azrael nicht sonderlich glücklich, weil der war nämlich damals nicht dabei. Richtig. Da das werden wir heute ändern. Für alle, die den Gebirgsvereinsteiger mal suchen, hier geht es einfach immer dorthin, wo Hubertus Haus angeschrieben ist. So lang, bis ihr irgendwo ein Schild findet, wo tatsächlich Gebirgsvereinsteiger draufsteht. Und ignoriert dabei alle Schilder, die auf den Seilsatone hinweisen. Gibst du, das ist eine tolle Wegbeschreibung, oder? Genial. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Leute drauf gekommen sind, diese Gegend hohe Wand zu nehmen, gell? Hubertus Haus überspringen, das steigt. Immer noch 1,5 Stunden. Das ist sehr motivierend. He? Das ist oben das Haus, ne? Ja, das Hubertus Haus ist oben, da kommen wir heute noch vorbei. Hubertus Haus, Springles. Das ist aber jetzt ist deine Wegbeschreibung sehr verwirrend. Wieso? Weil du das sagen musst, wo wäre das Haus? Ja. Oder den Seisatron ignorieren. Ja, hast du meine ignoriert, was du wahrgenommen hast? Man muss ja einfach nur meine Anweisungen halten, dann funktioniert das perfekt. Wir sind noch relativ weit von der Wand weg, gell? Ja, wir kommen ja immer näher. Coole Gegend, gell? Sehr coole Gegend. Du wirst die Gegend bald lieben. Und ist dir die Gegend jetzt steil genug? Haben wir schon gedacht. Ja, Hubertus Haus. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um den Seisatone zu ignorieren. Schau. Das ist nur ein Wandrad gefallen. Ja. Das ist der sogenannte Bierstein. Leider steht der Schild nicht mehr drauf. Das Haus, ja. Sensationell. Auf mit uns. Der Franz Althuber sagt immer bergauf, ich schnauf. Bist du deppert? Bin da gerade voll weggerutscht auf der Platten. So. Da ist der entscheidende Wegweiser. Gebirgsvereinsteig in 15 Minuten. Ja. Wo die blauen Punkte sind. Da geht auch vorne auf den Baum, aber nicht schwach. Ich hab ganz früh geschaut. Du findest deswegen keinen blauen Punkt, weil dort keiner ist. Blauer Punkt, blauer Schilder, überhaupt eh alles. Ja? Ja, Kiefernadel, die sind sogar ziemlich rutschig. Ah.
Hab's noch leid. Also, lieber auf der Betrieb, gell? Muss man da unten einhängen, ist was drin, oder? Ah ja, das ist schon sinnvoll. Nicht übermütig werden. Na gut, ich gehe einmal selber weiter, gell? Ja. Mal da keinen übermäßigen Stau verursachen. Da stecken wir so rein. Ja. Und da oben, genau. Oje! Geh bitte, Gursche! Das darf ja nicht wahr sein. Aber das ist mir auch noch nicht passiert. Ja. Sehr günstig. Gut. Ja, sehr hochgespickt ist da trotzdem. Ja, ohne den Bügel, gell, war das schon richtig gemein da. Ja. Aber das ist eben genau der Witz, dass das eigentlich so gemacht ist, dass es eben nirgends gemein ist. Aha, der Rutsche. Ja, ja, es ist Rutschekette. Wahnsinn. Okay, dann mache ich das aber nicht so. Ich habe das mit Knie gemacht. Ja. Ja. Das ist mal ungut rutschig. Ja, was sind die Kollegen? Der Stuhl ist ja sehr lustig, da haben sie da, das ist der dritte Klammer. Aber man kann eigentlich außen rum vorbei, ne? Ui! Da? Ich steppert, okay. Da wisst ihr aber gar nicht, wohin damit. Ja, schwierig. Das ist schon scheiße da. Ja, ich sehe, ich habe keinen guten Platz dafür. Wenn man da einer nicht schaut, ist egal, wo es dann hinlegt. Der hat ihn irgendwo in der Hand, ne? Da siehst du, da geht es dann schon weiter mit CD zum Teil. Nachdem wir jetzt ungefähr 4 Stunden gewartet haben, können wir auch in die Wand einsteigen. Ja, der Mut kannst du nicht kaufen, gell, mit den Bäumchen. So, ich glaube, da stehe ich recht gut. Okay, passt. Dann gehen wir weiter, weil sonst werden die hinter mir auch dann unruhig irgendwann einmal. So, geht auch ohne Bäumchen. Also das Bäumchen schonen. Ich will Bäumchen schonen unterwegs sein, ja. Ja, super Aussicht. Na schon. Das ist dann nirgends Rutsch, ja. Vielleicht ist es so netter, gell? Ja. Viel netter. Es sind noch nicht recht viel weitergekommen, gell? Nein, da ist aber auch glatt. Ja, es ist drüber ein bisschen glatter. Aber gute Griffe und Griffe eigentlich. Ja, das schon. Und stehst du? Jetzt stehe ich besser. Ich glaube, jetzt kannst du eh weitergehen, gell? Also, da ist einiges wirklich ungut angespeckt, gell? Ja, das Bild ist ein Wahnsinn, ne? Und jetzt? So, ne? Wenig elegant, aber viel Kraft. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie ich da weiter tue. Ich stehe da nicht gut. Ja. Ich bin von der anderen Seite gekommen. Ja. Bist von drüben?
Okay. Ein bisschen gespreit schrittet und dann... Ich hab's so gesehen, ja. Da hast du den Stand dort genommen, gell? Ja. Ja. Der war besser, ja. Ich war sogar nur weiter drüben. Dann hänge ich mich erst nachher um. Ja. Wenn ich mich nicht da anhalten kann, kann ich mich da auch verstecken. Genau, ja. Kann ich schon wieder gar nicht drüben. Und dann ist schon wieder okay. Sehr fein. Ich habe einfach irgendwo das Gefühl, ich rutsche ein bisschen. Und das ist gerade bei solchen Stellen ungut. Ja dann. Hallo. Fünf Tage, gell? Das ist gleich was anderes. Das ist die Frage, wie der da weiter, gell? Nee, ich hab's ganz schnell gemacht. Richtig mit um, um, um und gehen wir. So geht's aber. Auf deinem letzten Video hast du nicht so angestrengt ausgeschaut. Hä? Auf deinem letzten Video hast du nicht so angestrengt ausgeschaut. Na, aber ich... Ich bemühe mich, ja, dass ich auf keinen Fall rutsche. Jetzt aber. Da ist auch so ein Lot, gell? Der Wahnsinn, ja. Bist du deppert? Das ist ein schlechter Zeitpunkt, dass man vom Morgen her gerade wieder schlecht ist. Ja, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Schon irgendwie ein schlechter Zeitpunkt. Ja, richtig schlecht, was ist das? Hä? Warum das? Weiß ich nicht. Nein. Was hörst du denn? Okay. Das ist schlecht. Das ist ja immer besser für mich. Oben wo dann setzen. Also ich meine, den schwierigsten Teil da ist in der Wand, haben wir eigentlich. Ja. Was ist das für mich? Schaust du ein bisschen weiter aus? Hast du ein Schwächegefühl erleichtert? Oder nur schlecht am Morgen? Nee. Probier einen Zucker. Hm? Müsli-Riegel. Ja? Nimm den Müsli-Riegel. Wow. Kann nämlich Zucker sein. So hast du nicht gefrühstückt. Aha. Ich muss schon rüber. Ja, naja, vielleicht keine gute Idee. Bleib stehen. Meine Scheiße. Ja, na schön fressen. Das müsste normalerweise innerhalb von Minuten wirken. Wenn es wirklich Zucker ist, weil da ist auch viel frei verfügbarer Zucker drinnen. Das ist ja cool, das wird's gerade. Ja, ich will schon darauf hindeuten. Ist der viel Maximalkraft? Das schaut aber so aus, als ob das was bewirkt, gell? Ganz leicht, ja. Okay, da rein, ja. Gut. Warte eine Minute. Mhm. Ich bin noch schnuppig. Es wird riesig trocken im Mund. Ja? Warte ein bisschen. Ein Blick. Da. Okay, komm schon. Ein bisschen. Habe ich einen richtigen Riecher gehabt, gell? Da werden wir Folgendes machen. Wir gehen da noch um. Was? Das Gefühl hast du, es geht, ja? Ah, schon besser, war sehr gut. Ja, Zucker. Ah, okay. Nichts gefrühstückt, ja, dann geht da der Zucker aus. Wenn wir das in der Früh nicht gemacht haben, sondern immer so lange. Ja. Schön aufpassen mit sowas, gell? Schön Concentration. Ja, schön langsam. Ja, das schaut da eher ein bisschen nach drauf aus. Ja, nein, es geht schon. Ja, ich glaube, das war eine. Ich kann das aber nicht mit Sicherheit sagen. Aber es wird nirgends eine Entscheidung schwerer als da. Geht's sehr gut? Ja,
Es ist nicht nur super, aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser. Es ist doch fast ein bisschen eine Mutpassage. Aber das ist, schaut auch wieder aus, als sie ist daher rund mit dem Spreitschritt. Ne? Es ist ein Stück, da ist leichter. Man bleibt rechts vom Seil. Habe ich da gesagt? Headsteck ist leichter. Mit so einem Spreitschritt da tut man sich auch leichter. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil der eine Müsli reicht nicht lang. An der Stelle ist wirklich leichter. Man geht bei dem Baum so vorbei. Auf jeden Fall, ja. Da ist jetzt sehr hübsch. Oder du, Tommy? Du, Tommy, ist glaube ich schöner, gell? Aber aufpassen, dass da nichts lostritt, gell? Da sind die voll im Steinschlag. Also eher da vorne gewähren und das Beste hoffen. Ja, Asrael, ein super Rast mit einer tollen Aussicht, gell? Ja. Die hat man jetzt durchaus vertragen. Jetzt geht's weiter. Sehr moderat momentan bis zum Küsseleckplatz. Die Brücke, bin ich schon gespannt. Ja, na, dann sei gespannt. Die Brücke ist nämlich längst nicht so gespannt wie du. Und ja, so wie wir das Rastplatz benutzen, dann spezielle Vorsicht da beim Umgehen und wieder zurückgehen. Weil der Steinschlag geht nämlich direkt in die Wand rein. Ja, da ist nämlich die Gegend aus, gell, da vorne. Ja. Also zum Beweis da, die Gegend ist wirklich aus. Jetzt hat sich der Steig nicht nehmen lassen, dass er da vorbeiführt. Ja, Kofi, dann muss ich auch machen. Ja, mach langsamer. Da kannst du dann einen weiteren Verlauf erkennen. Schau, da sind die Leute drinnen oben. Ah ja. So, wenn du die Seilbrücke nicht so spannend findest, dann kannst du noch weiter aussteigen und umgehen, gell? Weiß ich nicht. Ich habe ja nur gemeint. Was willst du weniger meinen? Ich bin ja Grafiker, ne? Ja. Wenn ein Grafiker einen Wildschaden hat, dann hat er wahrscheinlich einen retuschiert. Oh je. Was? Leider kommt man mit Augenrollen nicht weiter, sag ich. Retuschiert, na gut. Ja. Seppert? Ja, ja. Die Haus in sich, gell? Ist gar nicht so ohne, gell? Ja. Ja, geht schon.
Ja. Aha, du hast damit da. Ich hab da geschummelt. Ja, das so kann es ja jeder. Warum soll man schwerer machen, als man nicht sein muss? Ich habe weniger Reibungswiderstand gehabt. So. Dope Beach, der Rope Bridge. Gell? Das ist cool, das Ding, oder? Ah, alles gut. So. Ah, jetzt komme ich langsam wieder zu Kräften. Geschummelt habe ich da. Du musst den Baum lieb haben. Dann stößt du nicht über die Sicherung, gell? Dann schneller mit mir. Möchtest du es überholen? Na, geht schon, tut's schon. Okay, gut. Dann hängst du so wieder vor mir, bitte. Ha, ich hab mich umgehängt. Ja. Warum? Ja, weil du dort gestanden bist. Damit wir am selben Segment zum Überholen sind, ne? Also, dem waren das da viel zu gemütlich. Ah, ja, genau. Am besten in der T-Stelle überholen, ja, ganz zum Schluss. In der Later dann drinnen. Genau, der Later hat jetzt zwei Seiten, oder? Ja, das stimmt. Einer vorne, einer hinten, geht schon, oder? So, ich glaube, das war's jetzt, gell? Da kann ich da folgen. So, hier zusammen. Ist eher digital zum Zug, wenn ich was schwenk machen will. Aha, verstehe. Ja, mei. Ruf das der B. Bitte. Immer diese scheiß Technik. Aha, da darf ich schon wieder umhängen. So. Ich schaue noch einmal am CD-Stuhl aus, ne? Was? Ich schaue noch einmal am CD-Stuhl aus. Ist ein CD-Stuhl, ja. Ja, die Schallplatten sind jetzt vorbei. Hä? Die Schallplatten sind jetzt vorbei. Ja. Ich hab da noch nicht richtig gesehen, dass da ein Lift im Hafen. Aha. Okay. Na gut. Okay. Mal schauen. Da fallen wir bloß nicht drauf. So leer und zum Umhängen ist das gleich gekommen. So, einmal. Zeitlose Eleganz. Wie machen wir das denn am besten? So und so. Erst nachher umhängen. Das ist ja dumm zum Umhängen da. Überall wo ich stehe, rutsche ich ein bisschen, das ist ein Jammer. Also das ist mit den Schuhen super geschissen. Sind die möglicherweise für einen Klettersack nicht so leibend, hm? Naja, das geht schon, aber es ist halt. Also da habe ich mir jetzt sehr schwer da. Ich habe keine Stelle gefunden, an der ich wirklich sinnvoll habe umhängen lassen. Genau, das war wirklich erstaunlich. Also das war richtig blöd. Überall immer leicht rutscht. Und das hast du wie die Best. Ja. So. Ja. Siehst du, wo du außen gehst müssen, da habe ich wieder gar keine Probleme gehabt. Das traue ich mir jetzt zu, dass ich da das letzte Seilsegment ohne Sicherung gehe. Ja, jetzt haben wir schon das meiste geschafft, oder? Einiges hast du geschafft, ja. Das ist nur so eine Wand.
Oh, hast du das Steigbuch schon? Na bitte, trag dir ein Steigbuch. Schön ist da. Draußen ist schön. Und trag dir ein. Ja, schneller, schneller, schneller. Das ist den ganzen Tag Zeit. Was haben wir heute? Heute haben wir den 25. Heute ist nämlich der Fenstertag. 25.10. Der Brückentag, aber das hätten wir auf der Seilbrücke bringen müssen. Na, sehr gut. Na, Stau war der heute wohl. Haben wir die Schlüssel schon eines Winter? Die Schlüssel schon? Ja, oben gibt es halt nochmal die Stelle, ne? Müssen wir sagen, eine der Schlüsselstellen. Da ist er erstaunlich glatt auf dem Ding, gell? Das ist aber dann gemein, wenn es so glatt ist. Hä? Da müssen wir dann alles auf Reibung gehen. Ja, was für Reibung hat die Auto? Ja, du musst entsprechend das Kraftdreieck berücksichtigen. So machen wir. Dann geht das ganz entspannt. Kraftdreieck, sagt er. Ja. Für was habe ich Physik studiert? Ja, das ist alles sehr spannend da. Upsala. Das ist wirklich glatt. So, da ist wirklich glatt. Da muss man schön schauen, wo man echt hinsteigt. Sonst wird es da sehr ungut. Ja, ich habe nichts gefunden zum Steigen. Ja, ich bin da deutlich weiter rechts gestiegen. Da ist es besser. Ja, genau. Also, wo man. Und dann ist es eigentlich schon geschafft. Ne? Aber das war auch die CD-Stelle jetzt wieder. Na schauen wir mal. So. Da ist halt, wenn man ein bisschen größer ist, geht er weiter, gell? Das hilft, ja. Ich war gleich weiter unten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Dann kann man da unten eh schön steigen. Aber die Tritte sind zum Teil nicht einsehbar. Und da schau, ja. Das ist auch so. Das ist ein Durchschießen da. Wenn du dann da herumstehst, ist es ja okay. Gut, dann geht er gleich wieder aus dem Weg. Ja. Okay. Ich verstehe. Aua. Ja, aber nicht schlimm. Nicht schlimm so. Nein, ist nicht schlimm. Ist nicht wirklich schlimm, oder? Ja, bin ich nicht hoffentlich. Letzte Schlüsselstelle. Steht so sehr am Seil, fast am besten, gell? Auf der letzten Schlüsselstelle, sage ich, steht so sehr am Seil, fast am besten, sage ich. Ich hab die Räder nicht immer gebüßt. Ja, das macht nichts. So eine gute Figur mache ich nicht. Ja, die ist ganz schön knackig. Ja, ist ja auch nochmal eine D-Stelle. Aber trotzdem leichter als der Bergkraxler. Ja, sicher. Deutlich sogar. Aber es ist halt länger. Aber ich behaupte mal, wenn der ganze Steig weniger angespeckt war. Ja. Dann war der auch noch mal deutlich leichter. Ja. So. Da stehe ich so ungut. Mit dem Stand
habe ich da zum Teil echte Probleme. Halt! Ui! Ja, ui! Ich war einfach gern wohin und da war locker. Also da ist vergleichsweise leichter. Das ist fast geschummelt, was ich da mache. Ohne fast. Da müsst ihr raus, ja. Nicht zu früh. Ja. Ja. Also viel mehr braucht er halt nicht mehr. Ja. Das glaube ich. Ja, das gut ist, man hat zwischendurch immer solche Felsfalten, wo man nicht gut steht. Ja. Nein, ich muss halt da oben schon. Ja. Das, das geht nicht anders. Ich glaube, das geht anders, aber das ist nicht gut machbar. So. Das ist jetzt da alles kein Problem mehr. So. Das war eben gleich geschafft. So, ja. Eine Klammer. Aber wir werden jetzt auch wieder tief weg. Die Nachkommenden sind nicht schneller als wir. Aber auch nicht viel langsamer, gell, die Nachkommenden. Na? Ja. Aber jetzt brauche ich auch deutlicher Rast. Israel rastet deutlicher. So da. Ebenfalls. Ja, der hat es in sich. Geil, Gebirgsvereinssteig. Ist ein schöner Sportklettersteig. Mit gar nicht so wenig Action, oder? Ja. Da kann man schon ordentlich die Ärmel auspacken. Also alle Damen, die den machen, haben eine bessere Technik als wir. Und verdienen sie sehr viel Respekt. Lohn der Mühe, ist eine wunderbare Aussicht. Wer hätte es gedacht von oben? He? Man sieht schon die Vorboten des Schlechtwetters, gell? Es wird deutlich diesiger. Ja, für uns geht es weiter in Richtung Hubertus Haus und dann zum Springlersteig. Lustigerweise Springlersteig, versicherter Steig in Schwarz. Aber bis zum Springlersteig ist es blau, ne? Das ist aber günstig, oder? Jetzt gehen wir mal zum Hubertus Haus. Alter Vater, was ist denn jetzt wieder? Mach mich schwach erst. Also nicht so wie Israel, da irgendwie kleine Gruppen wieder abstürzen. Vor allem nicht auf dem Weg zum Bier. Wandern nach dem Bier. Der Zug ist die ganze Zeit nur am Hupen. Man glaubt, der steht im Stau. Schaut mal, wunderschön. Am Hubertushaus draußen sitzen, hervorragend. Also Israel, der Bier hast du verdient. Ja, nach unserer Rast am Hubertushaus machen wir uns jetzt an den Abstieg über den Springlersteig. Ah, da ist aus. Da ist aus, ja, der Springlersteig ist ein bisschen weiter links von dir. Da, schau, da, der Baum. Da wo der rote, ah ja. Einfach nur runter, ja, genau. Oh ja, ich bin mit den Haaren hängen geblieben.
Das ist 4K-Horn. Lach nicht so dreckig. Gut, da, gut in der Mitte. Ja, wo, was ist mit dem Klettersteigprofi? Ja, da ist ja nichts markiert. Soll ich den markieren? Bitteschön. Da beginnen auch die Versicherungen. Falls du verunsichert bist. Also ich darf nicht da oben gehen an deiner Stelle. Oder hast du Angst vor dem Abgrund? Da schau. Sehr schön glatte Felsen. Oben geht's. Über den Springlössteig. Na? Bei Tageslicht noch? Wieder oben, gell? Auf ist haben wir schon. Ja? Das Bier tut da gar gut. Also das ist spannend, ganz gewaltig. Es ist wie ein Eis, ja, zum Teil. Das ist ein Wahnsinn. Und da der Fels nicht glatt ist, dann sind die Griff glatt. Rückwärts. Arschlinks sozusagen. Alphabetstelle. Alle Schwierigkeitsgrade gleichzeitig. Die Versicherungen haben schon Sinn. Ihr könnt es auch gerade benutzen, aber ich bin ja nicht so. Schaut, da geht es wirklich senkrecht runter. Mit Leiter, heiter, weiter. Das ist ein netter Steigerl. Der Springlössteig ist richtig, gell? Ja. Aus, von Japan gesponsert, offenbar. Ja, schön schon, gell? Nirgends schwierig, aber überall ein bisschen schmierig. Ja, schau, da sind wieder Versicherungen. Ja, da kann man auch gehen, wenn man nicht versichert geben will. Geht man einfach da herüben und fällt halt einfach nicht runter ohne Versicherung. Hirndl hat es auch schon ziemlich hinter sich in dem Jahr. Hast du das übrigens gewusst, dass die klassische Linzer Schnitte bzw. Linzer Torte eigentlich mit Dirndl-Marmelade gehört? Rudolf-Pankerl. Dürfen nur Leute sitzen, die Rudolf hassen. Steinschlag, hast du gehört? Ja. Darum ist der Helm auch da noch gar nicht so schlecht. Aha, das ist wieder so verdächtig. Ja, das ist ja genau dieselbe Passage. Pass auf, das ist genau die Extremglotte. Ja? Da waren wir schon. Ja, da waren wir. Ah, ja. Wir sind jetzt schon wieder da, genau. Da oben bitte zum Beweis, Hubertus Haus über Springlössteig und Gebirgsverein steigt die Wegweiser. Weil vielleicht fällt das euch als Zuschauer ja auch nicht auf. Auf der Platten da, die war Eisglot. Das ist ein Wahnsinn! Muss aber mit der Hand drüber greifen. Ja, die ist komplett spiegelglatt. Also, au wie mit dir. Da schau, Wandererparkplatz, Oberhöflein, siehst du es noch? Schau, und schon geht's wieder überall zum Seiser, Toni. Aber ja, es war anstrengend genug. Und der Aufstieg, der hat es durchaus in sich gehabt. Wanderer Parkplatz Oberhöflein in 10 Minuten. Supergeile Wandergegend und Klettergegend, muss man sagen. Schau, also eine letzte Gelegenheit zum Fehlgehen heißt noch. Ja. Da jetzt, nach rechts, gell? Alternative Fakten, oder? Dass man von dem Weg nicht vorschreiben will zum Gehen. Rauf ist das neue runter.
Das ist doch eine Lichtstimmung, oder? Nur im Herbst. Kein Schlag Gefahr ist vorüber. Ich glaube, man kann den Höhlen fast schon abnehmen. Ja? Eine epische Gegenlichtszene. Zurück in Oberhöflein. Mit einem letzten schönen Blick auf die hohe Wand im Abendlicht. Wir sitzen also jetzt in Oberhöflein auf unserem schönen Bankerl nach einer tollen Tour. Knackig, gell? Das war knackig. Also, ich glaube, für mich hätte es nicht erdeffen. Ja, war es um gar nicht mehr. Und war es nicht mehr. Deswegen sind wir wieder gut runtergekommen über den Springlichtsteig. Und ich habe ein Bier gekriegt. Du hast ein Bier gekriegt, alles ist gut, oder? Alle Leute werden jetzt eine Doppelperspektive gehabt haben und sich damit den Steig mehr oder weniger schon fast so gut reingezogen haben, wie wir so selber gegangen sind. Und damit hast du immer diese Flatter dabei. Genau. Und vielleicht sieht man sich einfach auch nicht zu fortgeflattert und das Reiten ist verboten. Springstem ist verboten. Okay? Ja, aber wir haben wieder vorne reiten, oder? Gott sei Dank. Das ist dann nämlich einfach eine sehr klare vorgegebene Rollenverteilung, die mir überhaupt nicht passt. Du hast eh während der ganzen Kletterei, weil du Schmierstadt warst, keine Fotos gemacht. Ich glaube, ich habe sogar ein Foto oder zwei gemacht. Du wirst keins weiß, was. Natürlich nicht an ihn.